Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen wunderbaren Video. Ich bin Sturmwaffel. Ich habe was zugeschickt bekommen und zwar eine riesige Überraschungsbox und die habe ich aufgemacht und da drin war was Krasses und zwar Starlink-Zeug. Und deswegen dachte ich mir, ich baller heute mal so ein bisschen Starlink durch, weil da sind so, das ist von Ubisoft. Also erstmal dickes Danke an Ubisoft, ne? Und das ist für die Switch. Das heißt, die habe ich eh noch angeschlossen von den Tagen. Warte, ich mal kurz Thumbnail. Und was ganz geil ist, Switch-exklusiv gibt es nämlich, und ich habe ihn schon gesehen hier drin, gibt es nämlich... Vorbereitet. Hier, Fox! Fox am Start, das ist meine Kindheit, hier ist er. Der Gerät. Hier, Star Fox. I love it, Fox McCloud, bester Dude. Gibt es nämlich nur auf der Switch und ich glaube sogar, unter anderem Lara hat eine Sprecherrolle. Lara, Grüße gehen raus, man kennt sie. Ich bastel das mal eben zusammen, man muss glaube ich noch was runterladen, dann sehen wir uns jetzt sofort in dem Ding. Weiter geht's jetzt, wir jumpen ins Spiel. Falls ihr euch wundert, warum ich anders aussehe als gerade eben noch. Das Spiel, was wir bekommen haben, war Pre-Release, also vor dem Release schon am Start. Deswegen waren die Spiele noch nicht dazu eingepackt und das ist uns dann gestern erst aufgefallen um fast 20 Uhr und dann musst ihr das Spiel runterladen und das dauert halt 4,5 Stunden, deswegen nehmen wir jetzt am nächsten Tag auf. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt schon aus dem Starter-Pack hier dieses Gerät rausgefriemelt und ich drücke jetzt einfach mal Start. Also es soll so ein bisschen No Man's Sky mäßig sein, falls ihr das noch kennt, es war ja so eine mega Enttäuschung, nur in geil jetzt. Neues Spiel starten, ja let's go Brudi, neues Spiel, ich bin so bereit, normal, leicht, schwieriger, normal, das sieht auch krank aus. Also es ist auf jeden Fall safe nix, was ich mal so im Zug zocken würde, muss ich sagen, weil dann wäre glaube ich ein bisschen zu krass, weil im Zug ist zu viel. So, jetzt muss ich erstmal einen Piloten verbinden. Ich habe Piloten hier und auch noch da, also in dieser riesen Überraschungsbox. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei der Basic Box. Ich habe hier nämlich schon meinen Lieblingspiloten. Von daher, warte. Okay, und das Gerät muss ich jetzt einfach nur hier so reinschieben anscheinend. Digga, direkt Cinematic. Yes! Yes! Geile Sau, ich liebe Star Fox! Oh mein Gott! Eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem N64 gewesen damals. Fox McCloud, geil. So, Schiff verbinden. Das ist ja crazy! Man kann dann, man hat den so drauf und dann muss man... Oh, wie geil, dann ist der im Schiff drin! Wie geil ist das denn? Ne! Warte mal. Ist das krank? Jetzt habe ich halt ein Schiff hier drauf. Also wie gesagt, in die Bahn würde ich mich so nicht setzen. Das wäre ein bisschen krank. Aber jetzt gibt es noch Laserkanonen. Ich habe hier zwei im Starterpack bei. Das ist Frostsperrfeuer. Flammenwerfer. Absolut vernünftig. Und ich würde dann mal sagen, dann setzen wir fort. Nachdem er mit einem Alien in Kontakt trat, der auf der Erde gestrandet war, stellte Astrophysiker Victor Esmer heimlich ein Team von Piloten zusammen, die Sterne erkunden sollen. Es gab eine Starlink-Initiative, nennen wir uns. Wir sind Team Boys. Let's go. Jetzt kommt so fette Star Wars-Melodie. Ich warte nur drauf. Und jetzt geht's nämlich los. Let's go. Da ist das krank. Was ist denn da los? Die haben sich einfach durchgeschnitten durch die Raumzeitkontrolle. Wir sind da. Atlas. Juwel der Plejaden. Seht mal. Willkommen in Atlas. Mann, dafür krieg ich so viele Klicks auf der Erde. Kriegst du nicht. Levi, niemand soll hiervon erfahren. Und genau das will ich ändern. Jace, Levi, einer von euch muss Hunter bei der Eskorte helfen. Okay. Hey! Er sagte einer. Der Scan ist da, St. Grant. Das ist Lara. Das ist Lara. Unglaublich. Guck mal. Ich fasse es nicht, dass ihr das schon ein ganzes Jahr macht. Die da mit den abgeschnittenen Haaren ist Lara. Unsere dritte Reise. Und es wird nicht langweilig. Zuletzt Solkioni. Jetzt Atlas. Das Artefakt, das wir hier suchen, könnte den benötigten Durchbruch bringen. Wir sind dichter dran denn je. Ich weiß es. Was bist du denn? Unsere Lieferung kommt mit Feuerkraft. Hirimo Edu. Gut.
schalten wir die Ohren ein. Hola. Ja. Hört ihr mich? Was ist los? Haben Sie es? Ja, aber die werden nicht gern beklaut. So empfindlich. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Sie schafft es nicht. Zurück zu Equinox. Wir kommen. Bin auf der Brücke. Judge, nimm Mason mit dir zum Hangar. Ich brauche Zeit, um die Maschine zu aktivieren. Sicher? Soll ich dir im Reaktor helfen? Wir haben Starlink noch nie benutzt. Zeig ihnen, was es kann. Nimm mein Schiff. Du bist bereit. Okay. Das ist schlimm. Du packst das. Oder mich. Okay. Seht ihr das, Leute? Ja, aber Wolf ist das nicht, also egal. Sieht aus, als wären sie unterlegen. Wisst ihr, was ich glaube? Absolut, aber negativ. Wir sind aus einem Grund hier und nur aus einem. Wir sollen das nicht... Ich hätte auf Corneria in Rente gehen sollen. Geilo! Jetzt bin ich mitten im Game. Die schnappen wir uns. Ich freue mich auch richtig drauf, Star Foxy. Let's go. Wir sind Star Fox. Okay, ich bin Fox McCloud. Okay, ich bin bereit. Sie scheinen freundlich gesinnt. Außerdem scheinen wir dasselbe Ziel zu haben. Die sind freundlich? Gar keine Wahl. Okay, die sind doch alles außer freundlich, würde ich mal sagen, oder? Achso, die tanzen da. Ach, warte, sind das so... Alter Vater. Rudi muss los! Ich habe ihn ja komplett auseinandergenommen. Warte mal. Ich kann ja einfach die ganze Zeit hier so gedrückt halten, oder? Weil meine Raketen finden den doch eh von selbst. Alter Vater. Okay. Gut. Das Gerät haben wir noch. Ich drück einfach so. Also ich finde links den Flammenwerfer richtig schwer, muss ich sagen. Weil ich den, glaube ich, nicht... Ich glaube, mit dem kann ich nur so gerade ausschießen. Alter Vater. Okay, da sind ja richtig viele Dudes. Geilo, okay, den haben wir. Peppy hat Probleme. Peppy kriegt gleich auch Probleme mit mir. So, komm, raus da. Nice, Thermalschock, let's go. Oh, was ist das denn hier? Lädt auf, was muss ich tun? Ich glaube, wir haben alle fertig gemacht, oder? Let's go! Danke. Oh, da ist noch jemand, nicht gut. St. Grant, wie läuft's da unten? Bin fast soweit. Sie müssen noch ein paar Minuten durchhalten. Ja moin, erstmal reinfliegen oder was? Hoch in Reaktorhülle. Alle Mann zum Schiff, Reaktorschaden. Ach du heilige Mutter. Unterwegs, nur. St. Grant. Ich will auch helfen, ich kann das. Ach du heilige Mutter, jetzt kommt da Mönch oder was? Ach du Scheiße. Nein.
Holy shit! Die haben uns einfach ausgemacht! Warum? Oh ne, wir fallen jetzt auf dem Planeten. Nicht gut. Nicht gut. Was? Nein, 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 nein! Auch nicht gut. Was ist da los? Wir haben Sam Grant. Was? Nein! Alle Einheiten festhalten. Wir gehen runter. Holy Canolium. Da ist auf jeden Fall viel Action am Anfang mit am Stitzi, Leute. Ach, jetzt bin ich hier am Boden und da kann man halt, glaube ich, diese Sachen einnehmen und farmen und so. Das ist richtig krass. Alle Einheiten, melden. Leute, ich bin hier. Ich habe überlebt. Es ist halt ganz geil. Man ist halt jetzt nicht wie bei tatsächlich den anderen Games dann zu Fuß unterwegs, sondern ihr seid halt schon immer mit der Ausstattung, die ihr hier auch auf den Controller packt, am Start. Sind die nett? Springer. Empfohlene Waffen. Ah, man kriegt sogar noch empfohlene Waffen dazu. Crazy Maisie, Alter. Ah, nice. Und man kriegt ein bisschen Autofokus, sag ich mal. Das werden höchstwahrscheinlich nicht die einzigen sein, die uns jetzt hier in den Weg kommen. Aber kein Problem für mich, denn ich bin Profi. AA zum Ausweichen. Du, Barrel Roll! Let's go, Meme is back! Oh. Ich mach das einfach mal so. So, ein Zyklop ist am Stitzi. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, was macht er da hinten? Bin ich irgendwie nicht gut, der charged irgendwas. Bam! Slippy! Ey Leute, die ganzen Star Fox Charaktere sind so Memes, aber ich liebe es. What's up? Do a barrel roll! Hallo? Ey, das ist so krass, man kann halt einfach einen ganzen freaking Planeten erkunden, Leute. Was für ein geiler Shit. Bei aller Liebe. Ich krieg EP und Münzen und so Währung. Das ist wie so ein Roleplay-Game. Richtig nice. Nice, ich bin so ready. Das ist dein Springerstock, oder? Bin so bereit für einen Springerstock. Was muss ich tun? Feindanalyse abgeschlossen. Strukturelle Schwäche identifiziert. Geilo, gib mir die strukturelle Schwäche. Let's go. Da kommen die Springer also her. Dieser Bau muss sie irgendwie kontrollieren. Das nenne ich eine Party. Oh, oh, oh. Nicht gut. Ich mach das kaputt. Krieg das hin. Okay. Nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Ah, wunderbar. Kein Stock, keine Springer, so mag ich das. Seit wir dem Observatorium geholfen haben, hat sich unser Sichtbereich auf dem Planeten vergrößert. Ah, geilo. Da ist der Legion-Extraktor. Sieht aus, als wäre das unser Ziel. Was muss ich tun? Den einfach kaputt machen, oder was? Weil da steht so eine Rakete drauf. Starlink-Datenbank aktualisiert. Geilo. Auf die roten Energiezellen zielen, sobald die ausgeschaltet ja, ja. Sind, ich gönn mir. Warte, ich mache auf jeden Fall den. Die haben es mir gerade erklärt. Ich mache jetzt gerade nochmal den Extraktorknoten hier. Extraktorknoten erledigt. Gut so. Die Knoten sind deaktiviert. Das ist die Chance, den Extraktor zu treffen. Und unbedingt den Lasern ausweichen. Oh Gott! Extraktorlaser sind eine echte Bedrohung. Einfach drüber springen, wenn es geht. Ja. Oh, voll rein in den Extraktor-Shit. Oh Gott, Alter. Vorsicht,
Die Extraktorkloten können sich selbst verteidigen, also aufpassen. Nicht gut, ja, ja, alles easy, ich krieg das schon hin. Ich fahr einfach leicht nach rechts. Ich hab's, glaube ich. Oh, jo, Gott. Jesus, Schulter juckt. Weil ich so drin war. Man ist nur drin, wenn die Schulter juckt, sag ich mal immer. Okay, nice. Ja, geilo. Also unser Dude ist entführt worden und der ist so super essentiell dafür, dass hier alles irgendwie, dass man hier so eine Substanz herstellen kann, die jeder gerne haben möchte. Das heißt, beste Leben für uns auf jeden Fall. Aber egal, wir haben jetzt ja erstmal so einem Einsiedler, der übel gierig ist, erstmal erzählt, dass unser Dude das kann. Von daher kann ja nur gut gehen. Ah! Leute, es ist ein crazy Game. Man kann ja mega viel machen. Ich muss sagen, ich find's geil. Also, obwohl ich nicht der größte Spielzeug-vervollständigt-mein-Game-Fan bin, ist es ja schon jetzt hier im Starterpack, ist der Shit ja mit enthalten. Die Cutscenes sind nice, das Game wirkt richtig nice. Und von dem, was ich auch sonst gelesen und gehört habe, Leute, ist es tatsächlich so, dass alle dieses Spiel wirklich nur empfehlen können. Mach mal ein kleiner Test. Ist mir, wie gesagt, zugeschickt worden von Ubisoft. Küsschen geht raus. Ist auf jeden Fall super nice. Und auf der Nintendo Switch, wie gesagt, für das Game gibt es eben exklusiv die Star Fox Crew bzw. Fox McCloud dann, den ich hier auch gerade gezockt habe mit dazu. Es ist ultra nice. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, I don't know, vielleicht ist das neue Ding, was Fortnite killt. Ja, Red Dead Redemption, Hust. Ne? Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei wart. Drückt gerne oder schießt gerne die Glocke ab. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Ciao, ciao. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.